Hallo und herzlich willkommen heute aus dem Cambridge in Luxemburg, aus Münzbach, dem wohl besten Fitnessstudio in ganz Luxemburg in meinen Augen. Ich bin heute hier mit meinem Sponsor, mit meinem Chef Christian Engel vor Ort. Wir werden heute Brust trainieren, beziehungsweise ich werde Brust trainieren und Christian wird mein Coach sein. Der wird mich heute richtig durchs Training jagen. Heute stehen halt hauptsächlich zwei Intensitätstechniken an, die wir euch präsentieren wollen. Und zwar einmal SST und die zweite Variante wird SST7 sein. Das sind zwei Trainingstechniken. Die eine wurde von dem Patrick Tour erfunden und die andere vom Henny Rambo. Also zwei, wenn nicht die erfolgreichsten Coaches auf der Welt. Und ja, zu den Methoden werdet ihr später auf jeden Fall mehr sehen. Wir mischen uns jetzt erstmal unser Pre-Workout-Getränk an. Und ja, Christian, was gibt's bei dir? Ja, bei mir gibt es immer eine standardgemäße Mischung aus 10 Gramm Citrullin, dann 10 Gramm BCAAs. Das ist so mein Lieblings-BCAA-Produkt von Skyvation. Das ist komplett frei von Zucker und Kohlenhydrate. Und dann gibt es 10 Gramm Arginin und das AKG-Arginin-Alpha-Ketoglutarat vor dem Training. Das ist bei mir die Standard-Pre-Workout-Supplementierung, also ohne Koffein. Was gibt es bei dir? Bei mir gibt es heute, da ich ja momentan quasi so eine Erholungsphase habe, also keine Diätphase jetzt habe, ich bin jetzt Vater nach meinem Wettkampfjahr und meine nächste Vorbereitung beginnt erst am 5. September, gibt es bei mir heute einfach ganz simpel zwei Päckchen BCAAs. Das sind dann ungefähr so 15 Gramm BCAAs. Einfach rein. 15 Gramm BCAAs. Dazu habe ich 5 Gramm Arginin von Cytec Nutrition, 5 Kapseln. Und dann nehme ich noch momentan Tribuston von Frei. 3 Kapseln vorm Training, um halt, ja, sag ich mal, meinen natürlichen Testosteronspiegel auf Trab zu halten. Arginin für den Pump, für eine optimale Durchblutung. Und BCAAs halt hauptsächlich für den Muskelschutz. Schmecken auch sehr lecker im Birnengeschmack. Ja, freue ich mich drauf. Und dann seht ihr uns gleich im Gym bei der ersten Übung. Viel Spaß beim Zusehen und ich hoffe, ihr könnt euch was Neues aneignen. Und bis später. An. Schaut euch die Übung genau an. Im nächsten Satz erklären wir euch dann die SST-Trainingstechnik. Also seid gespannt. Na komm, auf Edgar. So. Last Set. Schön. Oh, komm, zwei Stück schaffen wir noch. Komm, zwei Stück noch. Komm, 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 komm. Jawohl, sehr gut. Und noch einen. Komm, konzentrier dich. Und komm, auf. Öpp. Ja, sehr schön. Noch zwei, easy. Auf, auf, auf. Ja. Öpp. Und komm, und Gas. Und push. Ja, schön. Ab. Bei der zweiten Übung mit Edgar angekommen. Brusttraining steht ja an heute und wir zeigen euch jetzt das SST-Training. Das bedeutet Sarkoplasma Stimulation Training und das beeinflusst primär die tiefen Muskelfasern. Das heißt, das Muscle-Mind-Connection, das heißt, die Muskel-Hirn-Muskel-Nerv-Verbindung wird deutlich verbessert. Ihr geht richtig tief in die Muskelfasern rein mit diesem Training, deswegen ist das SST auch eher für die Fortgeschrittenen bis Profis unter euch geeignet. Einige Sportler und Engelkunden aus der Coaching-Serie von uns kennen das schon in ihren Trainingsplänen. Wir zeigen euch jetzt anhand der Brustpresse hier im Sitzen, wie das SST-Training in der Praxis aussieht.
ist im Prinzip ein Training, was aus vier einzelnen Übungen oder Sätzen besteht. Also ein Satz besteht aus vier Sätzen. Ihr habt eine positive, eine negative Bewegungsphase und auch eine statische, also eine haltende Bewegungsphase. Und der Edgar zeigt euch jetzt, wie das in der Praxis aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, beim Nachmachen auch zu Hause. Wirkt sehr, sehr intensiv, aber ihr stimuliert unheimlich viele Muskelfasern, also sehr, sehr gut für Aufbauphasen. Und ja, Edgar, viel Spaß und euch auch. Let's go! Satz, 30 Sekunden Pause. Wie ihr jetzt gesehen habt, der erste Satz wird mit moderatem Gewicht ausgeführt. 8 bis 10 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause. Das Gewicht wird dann etwas reduziert und jetzt folgt direkt der zweite Satz. Das war jetzt der zweite Satz. Jetzt fangen wir eigentlich erst mit dem SST an. Das Gewicht hat der Edgar jetzt reduziert. Und jetzt beginnt das SST. Schaut genau zu. Also bei dem ersten SST-Satz hat er die Bewegung, den Fokus bewusst auf die negative Phase gelegt. Ja, dann hat das Gewicht reduziert. Jetzt kommt der zweite SST-Satz. Die Bewegung liegt jetzt bewusst, der Fokus auf der positiven Phase. Also beim nach oben drücken, ungefähr sollte die Phase 4 bis 5 Sekunden dauern. Schaut es euch an. Fuck. Als nächstes wird das Gewicht jetzt wieder reduziert und jetzt folgt die statische Phase, bei der das Gewicht 30 Sekunden auf Spannung gehalten wird. Schaut zu. Christian, zählst du? Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Und hinterher pumpen. Jawohl. Und komm, pumpen, pumpen, pumpen. Kabelzüge.
Was Edgar jetzt macht, ist praktisch ein SST-Satz mit einem Supersatz mit Kabelzügen verbunden. Das ist wirklich nur für Wettkampfathleten kurz vor dem Wettkampf, um dann nochmal maximale Intensität ins Training zu bringen. Weit, weit fortgeschrittene professionelle Athleten können das machen. SST im Supersatz mit Kabelzügen. Schaut es euch an. Produktionssatz. Jesus. Eine weitere Trainingstechnik ist der Reduktionssatz. Das heißt, Edgar hat jetzt hier mit relativ schwerem Gewicht angefangen, 10 Wiederholungen sich ausgepumpt und sofort ohne Pause das Gewicht wird reduziert und dann folgt der nächste Satz. Ja, ihr könnt zuschauen. Ja, wir sind mittlerweile bei der vierten Übung angekommen beim Brusttraining. Der Edgar zeigt euch jetzt einen Supersatz, und zwar aus Fliegenden mit Kurzhanteln mit Hexpress. Damit stimuliert ihr optimal den inneren Bereich und den äußeren Bereich. Schaut es euch gerne an. Eine kleine Intensitätstechnik, wie ihr seht. Und zwar, wenn ihr einen Trainingspartner habt, kann die an den Händen noch mal ganz leicht nach unten drücken. Das erschwert zusätzlich die negative Bewegung. Und der Trainierende muss versuchen, halt die Bewegung dann noch mal leicht zu stoppen. So, und jetzt Hexpress. So, jetzt kommt Hexpress. Ist ideal für den inneren Bereich der Brustmuskulatur. Hier müsst ihr wirklich versuchen, gezielt den inneren Bereich anzusprechen. Möglichst wenig aus dem Trizeps drücken, sondern maximale Spannung liegt hier auf der Brustmuskulatur. Oberen Ende der Bewegung wird die Brust nochmal maximal angespannt. Und die letzten Wiederholungen werden nochmal schön ausgepumpt. Wann kam Edgar? Jawohl, sehr gut. So der amerikanische Men's Physik-Style à la Jeremy Buendia. Also Volumen ist auf jeden Fall da, der Pump ist richtig gut in diesem Training. Macht es auf jeden Fall mal nach und dann wird es auch was. Auf jeden Fall bombastisches Training bis jetzt, und jetzt folgt die letzte Übung, FST7 an der Butterfly-Maschine. Dann nochmal den Rest dem Körper geben und das war's dann für heute. So, mittlerweile sind wir bei der letzten Übung in dem Brusttraining angekommen. Wir zeigen euch jetzt die Trainingsmethode FST7. Das bedeutet Fastian Stretch Training. Und zwar geht es hier darum, nochmal die roten und weißen Muskelfasern maximal zu stimulieren. Außerdem erreicht ihr damit eine enorme Muskeldurchblutung. Und ihr wisst ja, in dem Blut befinden sich alle aufbauenden Nährstoffe, wie die Aminosäuren zum Beispiel. FST7 sind 7 Sätze, wie der Name schon sagt, jeweils mit 30 Sekunden Pause. Und wahlweise kann in den 30 Sekunden Pause dann eine Dehnung des Muskels erfolgen oder
der anderen Seite könnt ihr auch versuchen, den Muskel maximal zu kontrahieren, also maximal anzuspannen. Wir machen jetzt bei dem Training beides, das heißt maximale Kontraktion und die Dehnung immer abwechselnd. Also ihr seht jetzt 7 Sätze von Edgar hintereinander, 30 Sekunden Pause. Und wir haben jetzt bewusst hier bei der Butterfly-Maschine einen ganz, ganz tiefen Sitz gewählt, um hier die obere Brustmuskulatur maximal anzusprechen. Ja? Da in der Bereich soll jetzt bearbeitet werden und stimuliert werden. Und Edgar zeigt euch das jetzt. Wir wünschen wieder viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen. Und Edgar, dir wieder hau rein. Edgar spannt die Brust maximal 30 Sekunden an, maximale Kontraktion, und dann folgt sofort mit dem gleichen Gewicht. Das ist wichtig, immer mit dem gleichen Gewicht. Der zweite von 7 Sätzen. Und weiter geht's. Satz Nummer 2. Edgar versucht, die Brustmuskulatur maximal zu dehnen in der Satzpause. 30 Sekunden maximale Dehnung der Brustmuskulatur. Wichtig, gleichmäßig versuchen zu atmen, zu regenerieren und dabei die Muskulatur zu dehnen. Satz Nummer 3. Maximale Kontraktion der Brustmuskulatur, 30 Sekunden. Bei jedem Satz FST7 werden 10 und 12 Wiederholungen fest. Satz Nummer 4. Jetzt folgt wieder die Dehnung der Brustmuskulatur zwischen dem 4. und 5. Satz. Sekunden lang Dehnung. Versuchen gleichmäßig dabei zu atmen. Und komm weiter, Edgar. Satz Nummer 5 von 7 Sätzen. FST 7. Heute erklärt von Sportnahrung Engel. Komm, Edgar. So langsam wird's eklig. Ich komme Kaffee in der Mariana.
Mein Gesicht sieht so aus, als ob ich kacken muss. Kein 12 Sätze, Hardcore Pipifax Training. Ja, Sechster. Und komm, maximale Dehnung, und komm. Jawohl, sehr schön, und komm. Schön atmen dabei. Und komm. 5, 4, 3, 2, 1 und Feuer frei, komm. Der siebte Satz. Nochmal zur Erinnerung, FST 7, 7 Sätze, 30 Sekunden Pause, 10 bis 12 Wiederholungen jeder Satz und immer mit dem gleichen Gewicht. Das ist der letzte Satz von Edgar. Ich bin fertig. Oh. So, das war's mit meinem Brusttraining für heute. Wie ihr gesehen habt, 5 Übungen. Angefangen mit Schrägbank, Kurzhantel drücken. Ganz normal, ganz klassisch. Ohne irgendwelchen großen Schnickschnack. Dann haben wir weitergemacht mit der Brustmaschine. In der SST-Variante, im Supersatz mit Kabelzügen. Alles für die obere Brust. Dann haben wir Übung 4 und 5 gemacht. Fliegende mit Kurzhanteln im Supersatz mit Hex Press. Und dann jetzt zum Schluss die 5. Übung. Butterfly in der FST7-Variante à la Jeremy Buendia. Und ich glaube, das war verdammt hart, wie ihr gerade sehen konntet. SST ist ebenfalls verdammt hart, aber das hat mich gerade wirklich, also den letzten Nerv gekostet. Der Pump ist sowas von heftig. Und ja, war auf jeden Fall, denke ich mal, ein geiles Training. Wir haben über 20 Sätze gemacht, so trainiere ich in der Regel immer. Hohes Volumen, viel Intensität und manchmal sind es dann auch 6 bis 7 Übungen, wenn ich mich jetzt wirklich in der Wettkampfvorbereitung befinde. Momentan, wie gesagt, ist bei mir eine Ruhephase eher angesagt, bis zum 5. September. Deswegen heute nur so ein 90% Training, aber war trotzdem heftig. Und ich übergebe das Wort jetzt an meinen Chef Christian, was der noch dazu sagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Fragen sind, schreibt in die Kommentare rein oder Anregungen oder sonst was. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und Christian, Abschlusswort. Ja, vielen Dank an erster Stelle auch an Edgar. Ja, gerne. Ja, war super. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Training hat euch gefallen mit Edgar, Mens Physikathlet von Sportnahrung Engel. Wir haben euch heute die FST7 und SST-Trainingssysteme vorgestellt. Probiert es gerne aus, schreibt euer Feedback dazu unten in den Kommentaren. Und wenn ihr mal Bock habt auf ein Training mit Edgar, schreibt uns an, wir können sicherlich was arrangieren. Und vielen, vielen Dank auch an Painworld Luxemburg, unser Partnerstudio. Und bis zum nächsten Mal, schaut wieder rein. Dankeschön.